Hier ist aber ehrlich nichts mehr sonst. Gut, dann gucken wir mal, was passiert, wenn ich nach draußen gehe. Es kann ja nicht so einfach und schnell vorbei sein. Also ja, da ist Imoin auf jeden Fall. Wie ihr wünscht. Ja toll, ja hier hat Dünner hier. Wo ist jetzt Imoin hin? Ach, da ist Imoin. Hi. You made it. Oh, that's great. I was scared you wouldn't. Ihr habt es geschafft. Das ist großartig. Ich hatte Angst, dass ihr es einfach nicht schaffen würdet. Imoin, wo wusstet ihr, wo ich zu finden bin? Uns beide. Ihr hättet niemals daran zweifeln dürfen, dass ich einen Weg in die Freiheit finde. Ich habe nie gezweifelt. Ich dachte, ich würde die Stadt im Geheimen verlassen. Herzogin Gananta erzählte mir, was geschehen ist. Sie bot mir an, einen Boten zu schicken, falls ich weiter mit ihr üben möchte, aber ich... Nein, das kann ich euch nicht antun. I'm so sorry. I should never have let you go to Dragonspear without me. Es tut mir so leid, Benoit. Ich hätte euch niemals allein nach Dragonspear gehen lassen sollen. Ich habe euch auch vermisst, mehr als ihr erahnen könnt. Ich bin froh, dass ihr nicht da wart, Imoin. Einige der Dinge, die ich gesehen habe, werden mich den Rest meiner Tage verfolgen. Das klingt ja so, als könntet ihr mich aufhalten. Nehmen wir mal wirklich die zwei. But if I'd been there, maybe, I don't know, maybe things would have been different. Und wenn ich dort gewesen wäre, ich weiß nicht, vielleicht wären die Dinge anders verlaufen. Nun, jetzt sind wir wieder zusammen. Ja, so wird es auch bleiben. Ich werde euch nie wieder aus den Augen lassen. Kommt, je früher wir von hier fort sind, desto besser. Ich bin wieder mit Imoin vorbei. Nun muss ich Baldur's Tor für einige Zeit verlassen. Ich frage mich aber ernsthaft, da drinnen? Sieht es doch so aus, als ob es hier noch wirklich viel zu erkunden gibt. Oder kommt es drauf an, wie gut oder schlecht ich wirklich bin? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mal, hier liegt auch nichts rum, was man plündern könnte. Aber nein, ich habe keinen Schlüssel. Jedenfalls nicht dafür.
Tja. Die Schleime und der die Aaskriecher haben auch nichts für mich liegen gelassen. Nein. Ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt zu der Gruppe gehe, da unten, dass das jetzt das Ende sein wird. Ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie ein alternativer Ausgang, je nachdem, wie ich das Spiel gespielt habe hier oben. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oder das ist mal wieder unfinished Content. Hey everyone, I got him. Hey da Leute, ich hab sie. Also ihn eigentlich eher. Rejoice, Boo. Our friends have returned to us. Freut euch, Boo. Unsere Freunde sind zu uns zurückgekehrt. Schön, euch zu treffen, Benno. Ich bin froh, dass der Rat an eurem Blut vorbei und in euer Herz gesehen hat. Dieses Schlangennest einer Stadt hat euch Unrecht getan, Benno. Aber seid nicht alleine. Lasst die Verzweiflung euer Herz regieren. Zumindest seid ihr wieder frei und wo Freiheit ist, ist auch Hoffnung. Seid gegrüßt, Freund. Lasst den Kopf nicht hängen, wegen dem, was geschehen ist. Gorion glaubte an das Gute. Glaubte an eure Güte und mit der Zeit werden das auch diejenigen, die euch anklagen. Dessen bin ich mir sicher. Könnten wir das an einem anderen Ort besprechen, weit weg von hier? Bevor wir das tun, muss ich euch danken, euch allen, dass ihr mir in dieser Zeit der Not beisteht. Vergebt mir immerhin. Einige dieser Gesichter habe ich nicht bei meiner Freilassung zu sehen erwartet. So weit weg wie möglich gehen wir. Ich werde den Zeitpunkt entscheiden, an dem wir aufbrechen. Gehen wir. Vorwärts. I'm pretty sure the Flaming Fist isn't on our trail. Can we take a break? Just for a minute? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die flammende Faust uns nicht auf der Spur ist. Können wir eine Pause machen, nur für eine Minute? I think we could all use a rest. Ich glaube, wir können alle eine Pause gebrauchen. Ja, und jetzt geht das los. Hey, do you feel a little off? Hey, fühlt ihr euch etwas unwohl? Your eyes burn as a thin, acrid mist rises from the ground and envelops you. Your mind clouds, shadowed figures strike and fade away. Your companion's cries echo in your skull, and the world around you fades to gray. Suppi, das war's. Baldur's Gate, die Belagerung von Drachenspeer. Mitwirkende, Produzenten, technische Ausführung. Okay, hätte ich gewusst, wie kurz das Ende eigentlich ist, hätte ich einfach in der letzten Aufnahmesession nochmal neu geladen. Und ja, hätte es zu Ende gebracht. Jetzt haben wir hier eine angefangene Aufnahmesession, von der ich gedacht habe, sie dauert wenigstens etwas länger. Weil ich so das Gefühl hatte mit dem Schlüsselloch und allem, dass da noch was dahinter steckt. Aber nee. Wir sind aus der Höhle gegangen, haben Imoen und unsere anderen Gefährten wieder getroffen. Die uns nach Baldur's Gate 2 begleiten. Mehr oder weniger ungewollt.
Ja, gut. Wie es ja weitergeht, sehen wir dann in Baldur's Gate 2, wenn es soweit ist. Also wenn ich damit dann anfange. Ja, zum Schlusswort. Wir wurden ja ziemlich schnell. Am Ende der Liste der Mitwirkenden gibt es kein Easter Egg mit einer Anspielung auf unser nächstes Spiel, aber trotzdem danke, dass ihr durchgehalten habt. Okay, interessant, dass sie sowas in den Credits verstecken. Aber ja, zu meinem Schlusswort, wenn wir hier nicht nochmal unterbrochen werden. Wobei, lassen wir erst die Credits laufen. Findet ihr die Bilder hier interessant an der Seite? Das ist jetzt der Tempel von Baal, wo wir Sarivok besiegt haben. Da ist Sarivok. Haben uns ja irgendwie durchgeschlagen. Kayla Argent. Alles immer so blutig, ey. Special Thanks sind da schon mal. Oh, das ist jetzt alles Englisch, ja? Das habe ich keine Ahnung, was das darstellen soll, der dunkle Turm hier. Ah doch, das sind die neuen Höllen. Das ist der Turm, wo wir gekämpft haben. Das ist Drachenspeer auf jeden Fall. Jetzt kommt die Poise Translation. Das ist das Banner der flammenden Faust. Ja. Ja gut, jetzt kommt Polnisch. Entweder haben wir das Easter Egg, wenn da wirklich eins war, verpasst. Oder es kommt noch wirklich ganz, ganz am Schluss. Aber ja, zum Schlusswort. Ja, was soll ich großartig sagen? Erstmal war es ein bisschen überraschend, wie schnell wir in die Expansion reingeworfen wurden. Also in Siege of Dragonspear, nachdem wir Sarivok besiegt haben. Im Großen und Ganzen war es nett, die Expansion zu spielen. Sie hatte so ihre Probleme. Erstmal, ja, war es komisch, dass die Hälfte der Synchro Englisch war und die deutschen Texte dazu. Also ich meine, mein Charakter hat Deutsch gesprochen, alle anderen haben Englisch gesprochen. Ist ein bisschen komisch. Oh, hier sind wir wieder bei Deutsch. Ein paar Bugs mit den Menhiren zum Beispiel oder mit der Übersetzung hatten wir so ein paar Bugs und mit den blöden Säcken, die werde ich auch nicht so schnell vergessen. Also die Getreidesäcke da unter Kaelas, in Kaelas Versorgungslager. Aber die Story war nicht schlecht. Sie war ein bisschen straightforward gehalten, weil alles darauf hinauslief, dass Irenikus oder am Schluss halt verraten, hintergehen tut, in die Falle locken tut, wie auch immer. Ja. Und wir dann aus Baldur's Gate fliehen müssen, nur um in den Hinterhalt zu kommen, der uns nach Baldur's Gate 2 führt. Das mit dem kurzen Abstecher nach Avernus fand ich ganz nett. Auch wenn der Endkampf jetzt nicht unbedingt so abgelaufen ist, wie es mein Charakter erwartet hätte. Also ich habe es ja ein paar Mal versucht, gegen Kayla zu kämpfen. Ist aber nie wirklich geglückt. Deswegen hatte ich einfach die Nase voll und habe den Text genommen, den mein Charakter nie genommen hätte. Aber ja. Die neuen Schauplätze waren auf jeden Fall nett. Die neuen Charaktere, gut, ich habe fast keinen außer Corvin, die halt Flammende Faust war.
ja, mitgehabt. Also wir haben die anderen paar neuen Charaktere gesehen. Vor allem interessant war der Goblin-Schamane. Okay, Credits sind fertig. Wir gehen mal raus. Es war eine nette Expansion. Sie war nicht perfekt. Also, sie hat einen guten Übergang zwischen Baldur's Gate 1 und Baldur's Gate 2 geboten, muss ich zugeben. Aber es hätte viel Feinarbeit noch gebraucht. Gut. So viel zu meinem Schlusswort. Ich glaube, mehr kann ich dazu auch nicht sagen jetzt. Es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen das wirklich waren. Also mein letztes Let's Play Save war 19. Gehen wir also mal von 20 Aufnahmesessions aus. A6 Folgen sind 120 Folgen. 4 Folgen sind eine Stunde, also 30 Stunden haben wir jetzt hier schon rein investiert, was in Ordnung ist für die Länge. Ich meine, das meiste war blind. Ich habe ab und zu mal einfach aus Frust geguckt, wie man bestimmte Sachen löst. Aber ja, alles in allem war es ganz nett. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Also bevor ich mich hier verabschiede, gucken wir doch mal in die schwarzen Buben rein. Das interessiert mich nämlich auch ein bisschen.